Hallöchen und herzlich willkommen zu Part 16 von Unepic. Und ich habe mir gerade noch was überlegt, bevor wir jetzt die Skillung machen und den ganzen Kram da, möchte ich ganz kurz nochmal zu unserem Kollegen da reisen, zu unserem Händler. Wobei, ich muss mal gerade was schauen. Rolle der Weissagung. Wie heißt denn das andere Ding? Rolle der Hitzeaurora, Nahkampfschutz? Nein. Super vorbereitet bin ich, wie ich merke. Da könnte man noch Sachen verkaufen. Trank der Ogerstärke. Nahkampfmeisterschaft. Erhöht den Schaden bei Nahkampfangriffen. Jo, bla. Ist aber eine Rolle, okay. Grüne magische Essenz. Die ganzen Ringe, die wir dann jetzt doch mal tragen, ne? Ist ja so. Genau, die habe ich jetzt ausgerüstet. Zauberstab wollten wir gleich mal probieren. Leeres Glas. Ist das so sinnlos? So, Fahne. Okay, gut, okay. Wie kann ich mich wieder zurückreisen da? Ich habe da irgend so eine Muschel gekauft, oder wie? Wo war die? Was war das? Ah, da oben. Teleportiert die Strecken seinen Laden. So. In Zorans Laden. Was hat im Hintergrund? Was war das gerade? War ich das? Okay. Diverse Gegenstände. Und zwar Teleportation. Nee, Phasentür. Teleportiert dich so weit, wie du selbst gehen könntest, ohne zu fallen oder zu springen. Ach so, okay. Nee, das ist natürlich scheiße. Ich wollte eigentlich dann so rüber springen praktisch. In dem einen Raum da. Aber das geht dann gar nicht. Oh, dann vergesst es. Wiederbelebt ein totes Haustier. Schau im Inventar nach toten Haustieren, wähle die Option wiederbeleben. Verbraucht sich dann aber. Naja, gut, dann werden wir mal ganz kurz. Waffen hat er nur den Leuchtfackelwerfer. Langbogenpfeil, Magiepfeil, da hat er verschiedene Pfeile. Nö, da war das gerade schon Quatsch, was ich gemacht habe. Also ich hatte die in diesem komischen Krähenraum da, ging es doch links oben eventuell zu irgendwas, keine Ahnung. Und ich dachte eigentlich, dass da, Rolle der Rückkehr, teleportiert dich zur Person, von der du die aktive Aufgabe bekommen hast. Ist eigentlich auch nicht so schlecht. Wäre vielleicht ganz cool, wenn wir das mal kaufen, einfach um Zeit auch zu sparen. Ich überleg's mal noch, das werde ich jetzt noch nicht kaufen. Ah, bitter. Ja, und ich wollte eigentlich dort dann so rüberspringen, aber es funktioniert dann ja gar nicht. Weil da stand ja, bis ich falle. Also kann ich wirklich nur so mich so an Gegnern praktisch vorbeischleichen mit so einer Aktion. So verstehe ich das zumindest mal. Wenn ihr mir überhaupt noch folgen könnt mit dem, was ich da labere. So, genieße die Rüstung, die Waldhüter-Rüstung hier. Die werde ich ja dann wohl nicht mehr. Ah, doch, die trage ich zurzeit, oder? Oder trage ich das? Die leichte Lederrüstung trage ich. Ja, genau. Kann ich die Waldhüter-Rüstung eigentlich mal verkaufen, oder? Ah, ja. Das da ist ja wieder super. Leeres Glas, für was das auch immer gebraucht wird. Wie gesagt, Zaubertränke wollten wir jetzt ausprobieren. Gladius kann eigentlich. Ah, ne, das benutzen wir noch. Echt? Okay. Streitkolben. Was ist das? Hammer auf Frost Defense. Ja, der kann eigentlich auch weg. Eigentlich kann so vieles weg, oder? Handaxt des Orkschlachtens. Kann eigentlich auch weg. Großer Runder Saphir müssen wir halt noch behalten. Gladius des Seelenerfrierers. Dann werden wir den anderen Gladius da mal verkaufen. So sieht's aus. So, dann werden wir den dann gleich ausrüsten. Dann ist das so eigentlich in Ordnung. Jo, so lassen wir es jetzt mal. Ich will es jetzt nicht übertreiben. Ich werde die Waffe jetzt nur wieder gerade zuweisen. Hier auf L, auf R, B und X, sowas. L, B und X war noch frei, okay, so lassen wir das. Und dann wollten wir skillen. Oje, oje, mein lieber Mann, das ist ein schwerer Start heute. So, machen wir den Axtschaden, machen wir wieder hoch. Das bleibt so jetzt mal unsere primäre Waffe. Bögen, achso, Bögen hatten wir 4, okay, das ist natürlich ein Argument. Könnte ich mir den anderen Langbogen dann noch kaufen. Auf jeden Fall Konstitution wollten wir hochsetzen und Rüstung. Ja, zweimal und Zauberstäbe wollte ich ja mal testen. Dann wird es nichts mit dem Pfeil. Okay, so lassen wir es. Jo, so speichern wir das Ganze. Wunderschön. So, Inventar. Dann werden wir mal die genietete Rüstung hier tragen. So, ausrüsten. So, wunderschön. Das sieht doch schon mal gut aus. Da können wir das andere jetzt auch verkaufen, die andere Rüstung da. Hier, leichte Lederrüstung verkaufen wir für 8 Münzen. So ist es. So. Das Ding hier geht ne. Zauberstab wollten wir testen, sonst war da ja jetzt nichts, ne? Okay, ich hoffe, jeder kann mir noch folgen mit dem, was ich da durcheinander rede. So, kann ich das irgendwie neu sortieren? In beschränkter Menge ablegen, ne? Im Panel verfolgen, ablegen, ne? Kann ich das nicht irgendwie Tastenkürzel halte? Ja, ne, wollen wir auch nicht. Sortiere das Inventar mit X.
Ah, okay. Oh, cool. Das ist immer cool gemacht. Oh, das müssen wir dann in Zukunft mal. Also haben wir immer direkt die Waffen oben. Das ist immer geil. Das finde ich nicht schlecht. Die verschiedensten Tränke. Oh, coole Funktion. Dann die Rüstung, die Ringe, die wir tragen, die alle ausgerüstet sind jetzt. Wunderschön. Das ist immer cool gemacht. Alles, was blinkt, ist ausgerüstet. Ja, ist echt cool. So, dann werden wir jetzt mal Stab des Frostbolzen. Werden wir mal nach unten setzen. R, B und A. Mal 20. Warum mal 20? Ah, 20 Ladungen. Okay. Und dann ist er kaputt, oder was? Machen wir mal. Nein, doch nicht so. Was mache ich da? Oh, cool. Kann man einfach losballern. Das ist immer geil. Das ist immer nicht schlecht, oder? Finde ich immer ganz lustig gemacht. Bam, bam, bam. Ohne Aufladen. Also, außer, dass die Zauberstäbe aufgeladen sind, eigentlich eine coole Sache. Ja, wenn man nicht völlig schwachsinnig spielt. Ja, ich weiß, ich verbrauchst du eigentlich gerade total sinnlos. Reisen wir mal zurück. Sehr cool. Gut, da hätte ich soll vielleicht die Zauberstäbe doch behalten, die ich jetzt so sinnfrei eigentlich verkauft habe. Bitter. So, die andere Theorie, die ich da hatte, funktioniert ja jetzt nicht mehr. Also muss ich jetzt nur noch gucken, wo ging es da überhaupt weiter? War das die richtige? Ich glaube, das war schon die richtige Stelle. Nee, war es nicht. Okay. Hier. Das sieht schon besser aus. Wunderschön. Machen wir hier weiter. Ja, schade eigentlich. Soll ich euch den Raum wieder zeigen, was ich meinte? Ich glaube, das war klar, oder? Hier ist irgendwo eine Falle. Ja, genau die. Sind da wieder die Krähen? Ne, die sind noch weg. Also hier links oben, da wollte ich irgendwie hinkommen. Das war so meine Theorie, dass ich hier dann die Rolle nutze, von hier aus und dann nach links so praktisch mich teleportiere. Das funktioniert nicht. Ich kann vielleicht irgendwie anderweitig dort hochkommen. Ich weiß es nicht. So springen funktioniert nicht. Das kriegt der alles nicht hin. Wey, naja, egal. So, Gladius werden wir nicht nutzen, sondern unsere Axt. So, die Rüstung haben wir ausgerüstet. Der Zauberstab haben wir mal getestet. Oh, und ich verliere Leben ohne Ende. Weil ich doof bin. Nee, aber ansonsten passt das. Leben haben wir jetzt auch relativ viel schon. Gucken wir, also Inventar, nee. Gucken wir uns mal den Charakterbogen an. Leben haben wir jetzt, was haben wir, wo steht das? Maximale Gesundheit 370, okay. Also 302 von 370. Ich glaube, mit 150 oder sowas sind wir gestartet. Wir brauchen relativ viel Erfahrungspunkte und unser Schutz ist jetzt auch schon richtig gut. Jo, das ist doch ganz cool. Rüstung könnten wir sogar noch eine etwas bessere tragen. Ich denke, jo, im Bereich Rüstung sind wir ganz gut aufgehoben. So, komm, dreh dich mal wieder um. Sehr schön. So, der hat nichts von mir mitbekommen. Oh, und ich one-hitte die sogar. Sehr geil. Gladius der geheimnisvollen Wut. Ja, so langsam wird's doch. Oh, ja, jetzt kommen sie, die Kollegen. So, komm, One-Hit wäre geil. Und nochmal. Hammer. Okay. Sehr schön. Lassen die da einfach die Waffen fallen. Finde ich immer geil. Oh nein, nein, was mache ich denn jetzt? Ah, genau. Falls ihr euch wundert, ich wollte nämlich die Fackel anzünden. So, Inventar. Ah, ist weiterhin geordnet, oder was? Sind die Sachen hier einfach nur da hinten dran gesetzt worden? Das ist immer cool. Achso, das kann auch einfach Zufall sein. So, Gladius der geheimnisvollen Wut. Wenn du eine Kreatur tötest, wird die Magie dieser Waffe, bla. Zusätzlichen magischen Schaden, okay. Und hier noch einen sinnlosen Hammer. Gut, das können wir dann alles bald mal verkaufen. Ich habe die ganze Zeit mein Feuerzeug da noch aktiv. Könnte ich da auch was anderes reinsetzen statt das Feuerzeug? Weil das unten so markiert war, immer noch. Also, dass es ausgerüstet ist. Gäbe es eine andere Möglichkeit? Vielleicht, ach so, Kerzen und so. Vielleicht deshalb die Kerzen. Vielleicht sind die besser als das Feuerzeug. Vielleicht werden die deshalb verkauft. Das kann natürlich gut sein. Was weiß ich. So, da kommt der dicke Boss. Kollege, komm her. Boah, der schlägt so schnell, das nervt. Die schlagen echt schnell, die Viecher. Ui. Deswegen muss man springen. So, wunderschön. Ist das alles noch sinnvoll, was ich da rede? So, das hätten wir erledigt. Da hinten wird es runtergehen, genau wie hier auch. Dann gehen wir einfach mal hier weiter. Ah, das haben wir noch nicht erledigt, okay. Hier war ich, glaube ich, mal, oder? Ah, da unten der pennt. So, und der nicht. So, gut, alles klar. Stimmt, statt des Feuerzeugs eine Kerze ausrüsten. Das könnte natürlich sein, dass das hilft.
So, bam. Achso, ja, wir sollten gleich zuschlagen. So, da oben der pennt auch. Wunderbar geil. Oh, leck. Was ist jetzt passiert? Der Burg, was? 25% der, du hast ein Viertel aller Lichter an der Burg angezündet. Okay. Dreizack. Ah, cool. Das war ja unsere Aufgabe. Sehr geil. Was fehlt denn jetzt noch? Nur noch die Korallenkronen. Da hätten wir die Aufgabe erledigt. Ist natürlich ein Argument. Ab in den Rücken vom Heiler, genau. Geheilt wird hier nichts mehr und stirbt. So ist es. Und hier geht's auch wieder nach oben. Immer noch nicht den Raum gekliert, okay. Und haben wir viel Glück, was Waffen angeht, oder? Dass wir so Waffen finden, finde ich ja ganz witzig, aber ist auch viel Glück dabei im Moment. Geheimnisvolle Wand? Nö. Stirb. Sehr geil. Raum immer noch nicht erleuchtet komplett. Komisch, oder? Moment mal, bin ich gerade verblödet? Nö. Ist hier noch irgendwo irgendwas? Hier oben war mal komplett. Hier war ich komplett. Sehe ich irgendwas mal wieder nicht? Nö, oder? Passt doch eigentlich. Hier unten vielleicht. Ah ja, genau. Hier unten vergessen. Ach, und seh mal einer ein. Da unten geht's noch weiter. Und ich hab's mal wieder vercheckt. Echt, wie kann man das verchecken? Wie doof kann man denn sein? Steht sogar, dass es noch nach rechts geht. Okay. So, und jetzt kommen wir in die Bereiche eigentlich so langsam, wo wir schon mal waren. So ganz langsam. Ist doch sehr, sehr düster hier. Oh, ich wollte mich ducken. Ich hab's nicht hinbekommen. An. Komm, holen wir uns mal einen leichten Heiltrank, der eigentlich kaum mehr was bringt. Ach du Scheiße, was ist denn das hier? Komm, nerv nicht. Oh, ich bin noch zu weit entfernt. Reicht immer noch nicht, um den zu töten. So, jetzt aber. So, ich müsste mal ganz schnell was trinken, glaube ich. Ja, mach. Hau dir das Zeug rein. So, brennen kann noch gegengeheilt werden. Wo sind wir denn hier jetzt schon wieder? Ring der Geschicklichkeit des Schmiedes. Aha. Rolle der Bogenmeisterschaft. Sonst ist hier jetzt nichts. Der Raum ist geklärt, oder? Jo. Ist er geklärt wirklich? Ja, ist er. Okay. Oh! Ich stelle mich ja Idiot. Komm, was setze ich mich der Gefahr aus? So, wunderschön. Und dann würde ich sagen, gehen wir zurück und holen uns ein paar Heiltränke und dann machen wir an der Stelle weiter. Ah, nur wie machen wir das weiter? 400 Gold haben wir. Kann ich das noch irgendwie effektiv nutzen? Ja klar, kommt her und bringt mir die Fledermausflügel bitte ohne Ende, wenn es geht. Ja, da müssen wir gucken, ob der noch bessere Tränke anbietet. Das wäre vielleicht auch mal so eine Idee. Also, bessere Rezepte, wohlgemerkt. So, wunderbar. Ich bin aber, glaube ich, falsche Richtung gelaufen, oder? Magische Essenzenrote habe ich jetzt schon etliche gefunden. Komm, was ist da mit dem Ding? Aha, Fledermausflügel, sehr schön. Einen haben wir da, klasse. So, eigentlich könnte ich bei oben dem von den Unlimited Credits Dings da mal wieder vorbeischauen. Um mal zu sehen, was mir das eigentlich bringt, wenn ich später mal die Dinge habe, auf was ich da überhaupt setzen will. Weil jetzt kann ich ja ein bisschen die Gegenstände ein bisschen besser einschätzen auch, was da wirklich gut ist und was da schlecht ist. Behaupte ich mal. Komm, Credit Mann, an Epic Credits. Was steht da nochmal? Verkauft ihr besondere Gegenstände? Diese 15 Herausforderungen. Je mehr du abschließt, desto mehr an bekommt man. Wenn du an Epic Credits erhältst, haben auch alle anderen deine Charaktere, sowie die, die du erst später erstellst, automatisch darauf Zugriff. Gut, okay. So, hier könnte man natürlich auch wieder Sachen verkaufen. Ich sortiere das Ganze mal. So, was haben wir denn da? Was gibt denn er mir noch dafür? 8 Münzen, ne, das bringt nichts. Stab der roten Magie. Brauche ich so einen Stab jetzt? Der ist eh grottenschlecht. Zu sehr Schaden bei Feuer. Falls ich mal auf einen Boss treffen würde, wo ich das brauche. Ach, das brauche ich doch jetzt noch nicht, oder? Später mal, wenn ich einen guten finde. Das ist eigentlich Quatsch, den jetzt zu behalten.
So, fügt Untoten zusätzlich Schaden zu. Handaxe brauche ich aber auch nicht. Hammer, jo, brauchen wir auch nicht. Dann die zwei Gladius-Dinger. Brauche ich das Schlechtere auch nicht. So, sortieren wir mal wieder. So sieht es jetzt aus, kleine Axt. Ah, und dann wird das immer automatisch in der Stärke auch sortiert. Ah, den Dolch von Adjandi hält er eigentlich für die stärkste Waffe. Dreizack, Stangenwaffe, 202 Schaden, okay. Könnte man natürlich auch gut behalten, statt so abzugeben. Stufe 11, Stangenwaffe. Hm, gut, das sagt auch so ein bisschen was, in was für eine Richtung das noch geht. Genau, deswegen wollte ich auch nochmal zu dem Händler, um zu sehen, was für eine Stufenvoraussetzung man da eigentlich erfüllen muss. Ist ja auch noch wichtig zu wissen. So, den Streitkolben hier, den können wir eigentlich auch verkaufen. Was will ich mit dem? So, außer dass der mir das Inventar zumüllt. Leichter Kurzbogen, wie gesagt, behalten wir. Neu sortieren. Da haben wir diese Tränke hier. Da müsste ich eigentlich noch etliche leere Gläser, da unten 9 Stück sogar. Ah, das haben wir noch gar nicht. Angriffsgeschwindigkeit mit Streitkolben plus 4%. Das könnte eventuell irgendwann mal wichtig werden. Jo, werde ich jetzt dann mal ausrüsten. Demnächst, nicht jetzt, weil wir dann Mine und Kanalisation haben wir, klar. Dann hier unseren Begleiter ein. Das finde ich echt eine coole Funktion. So, und jetzt gucken wir uns die Sachen mal wieder an. Diverse Gegenstände bietet er hier an. Schwarzes Amulett. Dieses Objekt gehört zu einer deiner Aufgaben. Ach, das brauchen wir also irgendwann mal. Aha. Das können wir kaufen für 10 von diesen Einheiten. Okay. Kugel der Wiedergeburt entfernt alle Fertigkeitspunkte, sodass du sie erneut verteilen kannst. Ist das Ding immer wieder verwendbar? Ist die andere Frage, ne? Aber eigentlich ja Schwachsinn, das zu machen. So, was hätten wir hier? Den Laser. Zauberstäbe, Stufe 0. Okay, da haben wir es doch schon. Brauchen wir also nix. Laser und Disruptor. Okay, aber keine Ahnung, wie oft das geht. So, hier. Stufe 14 in Schwerter bräuchte man hier bei dem Ding. Dreifachen Schaden bei kritischen Treffern. Das ist natürlich Hammer. Echt brutal. Sternenkriegerschwert. Okay, das ist schon cool. Arm und Krallen. Wie sieht's da aus? Warum ist das eigentlich besser? Es hat eine kleinere Voraussetzung. Aber ansonsten wäre es Schwachsinn, das zu kaufen. Das Sternenkriegerschwert ist schon cooler. Dann lieber Stufe 14 in Schwert, dann macht ja schon mehr Sinn eigentlich. So, Hand der Verdammnis, wie sieht's da aus? Ist auch früher nutzbar, macht auch weniger Schaden. Zusätzlichen Schaden mit Feuer 25%. Mehrere Ziele gleichzeitig anzuwählen. Jo, ist auch nicht schlecht. Und hier Angriffsgeschwindigkeit mit Schwertern. Plus 50%. Tja, da muss man halt überlegen, will ich öfter angreifen mit 360 Schaden oder will ich mit 350 Schaden eher mal normal angreifen? Aber dafür den dreifachen kritischen Treffer eventuell raushauen. Also entweder da unten das oder da oben das. Hier bräuchte man auch nicht so hohe Voraussetzungen, Stufe 12 nur. Aber das kostet weniger. Also eher das, denke ich mal. So, Rüstungen. Muss ich mal also mal so merken. So, Rüstung hatte ich mal reingeguckt, eine Aufnahmepause mal wieder. So, die kriegt man alle für 50, 70, 200, das Ding hier. Schutz gegen Nahkampfangriffe, 150 Projektile und zusätzlicher Schaden mit Schwertern. Oh, das ist cool, gelbe Biker-Kluft. Wenn ich mir gerade das Schwert oben kaufe, wäre das ganz sinnvoll. So, hier, das ist eher so verteilter Schaden auf alles Mögliche, kostet auch nur 50. Den magischen Dschungeltanga. Gibt aber halt keinen Schutz. Nicht wirklich. Und ich brauche da Rüstung Stufe 1, okay? 10. Ach, benötigt Stufe 10 in Rüstung. So. Gelbe Geweigerkluft. So, hier Power Ranger Rüstung oder was? Rote englische Power Rüstung. Angriffsgeschwindigkeit mit Bögen. Zusätzliche Erfahrung. Macht alle Mädels verrückt. Jo, ist natürlich auch nicht so schlecht. Rüstung des Sternkriegers, Schutz gegen Nahkampfangriffe. Ja, Weltraumuniform. Zusätzlicher Arcana-Schaden. Ist aber auch eine Rüstung, oder Pyjama. Folienrüstung. Also das Ding ist ja schon mal viel schlechter als das, was ich jetzt trage, oder? Jo, kann man so sagen. So, dann hier magische Mumienbandagen. Regeneration 15, Schutz gegen Nahkampfangriffe 15, Schutz gegen Projektile 15, der Geist eines toten Pharaos regeneriert deinen Körper.
Ich glaube, das Ding könnte natürlich auch cool sein. 15 Regenerationen. Aber dafür halte ich auch wesentlich weniger aus. Tja. Das oder das hier. Die gelbe Beigerkluft oder das Ding hier. Weiß ich nicht. Haustiere, da ist jetzt, bin ich jetzt gespannt. Weltraumkeks und Zigarre, um in Regionen vorzudringen, die nie zuvor ein Keks gesehen hat. Keine Ahnung. Ein Angriff mit einem sehr starken Laser, der 2000 Feuerschaden verursacht, aber eine Menge Energie benötigt. Greift keine schwachen Feinde an, also nur die starken. Und das ist ja eigentlich ganz gut. Und macht dann mal 2000 Feuerschaden. So, und Ringe. Ring der Erlösung benachrichtigt dich, wenn das Spiel gespeichert wird. Brauche ich auch nicht zwingend. Also ja, wäre für mich eigentlich so klar, was ich will. Eins von den Haustieren da, vielleicht sogar beide, um zu sehen, was die so können. Und dann halt eine von diesen Rüstungen, entweder Beigerkluft oder Mumienbandagen und dann halt hier die Waffe. Wahrscheinlich, ja, so ein Laser kann man auch mal kaufen. Mal gucken, was das bringt. Zauberstab Stufe 0, da muss ich nicht mal was skillen. Also hier eigentlich nur Schwerter und Rüstung müsste man ein bisschen, also nur Schwerter eigentlich hochbringen. Und hier Rüstung. Ja, auf Stufe 10, das wird ja auch automatisch, denke ich mal, passieren. Und da könnte man echt eventuell wirklich Kugel der Wiedergeburt machen, wenn ich dann doch mal es irgendwie schaffe, diese Herausforderung dann da mal abzuschließen. Das ist natürlich die andere Geschichte. So, komm, dann machen wir das noch gerade mit den Heiltränken. Wunderschön. Und dann machen wir im nächsten Part an der Stelle weiter und versuchen dann mal in der Kanalisation da weiter voranzukommen. Aber jo, passt ja eigentlich ganz gut. Gehe ich da gerade richtig? Bin ich da gerade richtig? Warum bin ich da? Stimmt, warum bin ich immer so seitlich da? Da kann ich einfach hinspringen. Bin ich doof? Fällt mir gerade jetzt erstmal auf. Ich bin doch immer so von der Leiter dahin gesprungen. Ich kann einfach hingehen, also hinspringen. Doof. Echt dumm. So. Gehen wir mal hier hoch. Stimmt, hier könnte ich eventuell auch eine Wand kaputt machen oder sowas. Vielleicht gibt es ja hier was. Man weiß es ja nicht. Irgend so ein geiles Rezept oder sowas. Könnte sich eigentlich so anbieten, oder? So, komm, was ist dann? Warum kriege ich den Down? Aha, weil immer ein Gegner dazwischen gelaufen ist, glaube ich. So, komm, was ist dann? So, komm, dranbleiben. Sehr schön. Lebenspunkte, wunderbar. Fledermausflügel, die hier rumliegen. Das ist Weltklasse. Nee, und hier. Nein, was mache ich? Hier oben auch nicht. Gut, okay. Fledermausflügel heißt Getränke. Stimmt, danach wollte ich ja auch noch Ausschau halten. Ja, jetzt habe ich euch echt gut verquasselt, den Part hier. Sorry, Leute. Ist ja Wahnsinn. Aber ja, es gab schon ein paar Neuerungen sozusagen. Echt Neuerungen? Nee, für mich einfach so ein paar Klarstellungen, nennen wir es mal so. So, nö, da ist nix. Gehen wir mal hier rein. So, gucken wir mal, was der noch anzubieten hatte. Kaufen, Essenzen. Oh, cool, da können wir auch Essenzen kaufen. Das ist immer nicht schlecht. So, diverse Rezepte. Teleportation zur Küche. Aha. Ah, Muschel. Teleportiert dich direkt in Zuroks Küche, verbraucht sich nicht. Ist vielleicht auch nicht so schlecht, da muss ich dann immer daherlaufen. Trankrezept der geringen Heilung, Regeneration des langsamen Giftes, Trankrezept. Nö, brauche ich eigentlich nicht. Naja, aber das Ding da oben könnte man schon mal kaufen. Warum denn nicht? Da kann ich mich immer hierher porten. Das habe ich hier noch nicht, oder? Nee, die habe ich noch nicht gekauft. So. Okay, wunderbar. Wunder hübsch. So, und jetzt können wir uns hier eventuell wieder neue Tränke herstellen. So ist es. So, Satyr-Dinger haben wir ja sogar auch gefunden. Wunderbar. So, dann stellen wir her. Mach. Ja, alles klar. Wunderschön. So. So läuft der Laden. 6 Regenerationstränke, 4 Heilungstränke. Jo, ganz gut ausgerüstet. Inventar halbwegs, das jetzt auch mal gerafft, da mit der Sortierungsfähigkeit. So, da können wir natürlich auch viel effektiver und schneller die Sachen nutzen. Das Ding hier wollten wir dann trotz allem mal tragen. 8 Ringe kann ich ja tragen, ist jetzt wesentlich übersichtlicher das Ganze. Ein Haustier und die ganzen Schnellreisedinger, Sachens, Dings sind da unten jetzt. Zur Küche. Ja, das ist aber nicht sortiert, okay. Aber man findet es wesentlich schneller jetzt. Das ist ja schon mal gut. Wo haben wir denn noch sowas? Zur Küche, Jakobsmuschel, Zorans Laden. Hatte ich sonst noch nichts? Naja, nur die zwei Sachen. Ja, ich glaube schon. Gut.
Okay, und dann werden wir mal folgendermaßen weitermachen. Wie gesagt, ich heile mich dann jetzt und dann machen wir im nächsten Part dann unten in der Kanalisation weiter. Und da hoffe ich, dass wir dann da mal weiterkommen. Ich gucke mal an, wo wir da hinwollen. Und Korallenkrone müssen wir noch machen, finden, wie auch immer. Ja, ist ja eigentlich recht deutlich, wo wir hin müssen. Nach unten. Ne? Jo, definitiv nach unten und dort weitergehen. Dann passt das. Sehr cool. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle weit. Ich könnte mal echt die Rolle des Schutz des Teleportierens da mal zum Aufgabengeber, könnte ich mal noch holen. Ja, ich glaube, das mache ich noch gerade in der Aufnahmepause. Werde wieder in den Laden da reisen und mir diese Rolle da von ihm kaufen. Weil Geld genug haben wir eigentlich dafür. Was soll ich da jetzt sinnlos sparen? In Zorans Laden, genau. So ist es. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Part an der Stelle wieder. Ich freue mich drauf und sage bis dann, habt einen schönen Tag. Ciao.